Günther Netzer, Himmelstürmer und Revoluzer, ein Künstler des runden Leders. Schon als aktiver Fußballer ein Mythos, strahlende Symbolfigur für den besten Fußball, den Deutschland je gespielt hat. Ich habe immer zu ihm gesagt, Günther, du bist ein Genie, du bist so eine faule Sau. Der ist in seiner Zeit, wo er bei Real Madrid, da ging er zu Real Madrid, da war der drüben in Las Vegas, hat mit Frank Sinatra und so weiter. Er sagt, sag mal, hast du einen Vogel? Sag ich, du bist bei Real Madrid. Sag ich, das ist ein Entlassungsgrund. Während der Saison ist der nach Las Vegas und hat da drüben, was weiß ich, sich die Shows in Las Vegas angesehen. Das war der Günther Netzer. Günther Netzer, Lebemann und Fußballphilosoph. Wenn er kickte, dann nicht direkt ins Tor, sondern erstmal in die Tiefe des Raumes. Kaum ein zweiter Fußballer hat Dichter, Denker und Künstler zu vergleichbaren Höchstleistungen animiert. Da gab es eine Gruppe um den Beuys, die haben gesagt, dass wir haben das jetzt lange beobachtet, ihre Art und Weise Fußball zu spielen. Das hat mit unserer Art, unserer Betrachtungsweise der Kunst zu tun. Wir würden Ihnen gerne eine Professur anbieten. Und dann bin ich natürlich fürchterlich zusammengezuckt und habe gesagt, um Gottes Willen, nein, nur das nicht. Netzers Kindheit, alles andere als die große, weite Welt. Er wächst in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. Seine Leidenschaft gilt dem Fußball. Günther Netzer gilt als eigenwillig und cool. Er ist der erste Langhaarige in der Bundesliga. War nicht so viel. Ich bekomme sehr viele Briefe von Leuten, meist älteren Leuten, die mir diese langen Haare also sehr, sehr vorwerfen und böse ankreiden. Ich meine, dass es unsinnig ist, einzig und allein, weil sie mich als Fußballer betrachten sollen. Netzer genügen wenige Spiele zur Unsterblichkeit. Unvergessen das Pokalfinale 1973. Gladbach gegen Köln, Netzer schmort auf der Bank, wechselt sich in der Verlängerung selbst ein und schießt für Gladbach das Siegtor. Günther Netzer, Rebell und Macho. Seine Mitspieler fahren im Vereinsbus zum Stadion, er mit dem Ferrari. Fußball, schöne Frauen und teure, schnelle Autos, das ist sein Leben. Er hat mir einmal hat er mir einen Dreckskarren angeboten, einen Jaguar E. Jaguar E, das war, wann waren das, so 67 auch. Unfahrbar. Und ich habe ihm den abgekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel, 10.000 Mark oder was, ich weiß es nicht mehr. Und der war bei mir meistens in der Garage gestanden, weil der Karren einfach nicht gelaufen ist. Auf dem Platz läuft es runder. Beckenbauer und Netzer werden 1972 gemeinsam Europameister. Heute kommt der einst wilde Netzer gediegen daher, lebt mit Frau und Tochter in der Schweiz. Aus dem Rebell am Ball ist ein knallharter Geschäftsmann und preisgekrönter TV-Experte geworden. Und man sieht diesen großen Pass von Totti. Das ist eine geniale Idee, so ein Energieanfall. Alle Flanken sind geschlagen, sagt Netzer. In alten Zeiten zu leben hält er für unnötig. Aber darin zu schwelgen, macht einfach immer wieder Spaß.